Genau. Ja, dann auch nochmal Hallöchen auf YouTube. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier zwar ein wunderschönes Overlay, aber ihr werdet hier den Chat nicht zu sehen bekommen, weil das funktioniert hier gerade nicht so richtig, wie es soll. Egal, ich werde vorlesen, was der Chat so schreibt dazu, eventuell. Wird da zwischendurch mal ab und zu vielleicht ein bisschen anhalten. Ihr kennt Reacts. Das gibt es gerade wie Sand am Meer. Ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Die Streamclips 255 der Woche. Quack. Ich hoffe, Asche sieht das. Ich bin mir unsicher, ob ich will, dass Asche das sieht. Rutscht zur Seite, mach sie größer. Mir Zeichnungen geschickt hat von seinem Kennwort in Größe. Alter. Aber ich hab's aufgemacht. Das geht doch nicht. In dieser Größe. Und ich war so. Das sitzt. Ah, sehr schön. Ja, da. Genau das hier. Genau das ist unsere Beziehung an. Eins zu freaking eins. Alright? Guck das hier mal an. Süß. Du kannst mit dem teuersten, krassesten Katzenspielzeug der Welt ankommen. Das ist mir egal. Moment. Ring down. Ich bin ein erwachsener Mann. Das ist nur ein Spiel. Ich werde mich nicht mehr schrecken, okay? Was zu erwarten war. War schon normal für sie. Ja, was? Aber Chat hat so getan, als wäre ich die Einzige. Terry Jungs. Und Mädels wahrscheinlich auch. Ja, Kumpel. Bei uns ist das ja noch viel einfacher. Ich war da Profi drin. Ich habe das gemeistert. Ich war in 2 Sekunden fertig irgendwann. Wisst ihr, was ich meine? Vorher hat die Düse 5 Minuten gebraucht und dann habe ich die perfekte Position entdeckt irgendwann. Ja, und dann war ich so zu dem Freund, ich komme gleich wieder, ich hol mir nur kurz meine Taucherbrille. Und dann bin ich kurz zur Düse, zack, zack, Küsschen, ja, Küsschen, und dann habe ich mir die Taucherbrille geholt und dann habe ich ganz normal weiter Freibad-Dinge getan. Was? Was ist das für ein neuer Trend, sich an so einer Unterwasserdüse jetzt ein rubbeln oder was? Das ist Phil's Love Language. Er geht einfach auf eine Lady zu und sagt Ratakanata, Tamata Makata. Was? Ja, da war das Scheiße. Das war synchron dein Urgroßvater. Ah, Mr. Morgan. Runter? Man sollte in Minecraft niemals direkt nach unten bauen. Niemals. Genau deswegen. Was ist das für ein Game? Wie heißt das Game? Das sieht ja ultra realistisch aus. Weil es die Realität ist. Der streamt, wie er LKW fährt. Steht das hier oben nicht? Warum ist es just chatting? Was ein paar Male hat Mama gelacht. Was macht Danny DeVito bei dem im Zimmer? Der hat einen als Pappaufsteller da drin. Fand er offensichtlich lustig. So. Dito Mido reagiert auf Asche. Geständnis von meiner Seite. Ich habe das zwar nicht über die Nase gemacht, aber ich fand das irgendwie schon auch nice, so eine Spaghetti
so eine einzelne Spaghetti quasi so zur Hälfte runterzuschlucken, die aber noch nicht so ganz runtergeschluckt ist. Und dann hängt die da quasi so den ganzen Hals runter. Und dann habe ich die auch wieder so, auch mal so wieder rausgezogen. Also erstmal ist ihm irgendwo das I flöten gegangen. Ich meine, eine einzelne Spaghetti heißt auch Spaghetti. Und dann, was? Was? Okay, wir machen weiter. Wir machen. Eigentlich ist das disgusting, aber manchmal. Ich muss hier nie wieder hochklettern, glaubt ihr das? Nein. Wenn du so fragst, nein. Da ist irgendwo noch ein. Spiel abgestürzt. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das gespeichert wurde. Wahrscheinlich nicht. Oh, Stress. Oh, guck mal. Oh, guck mal oben. Was oben? Es schneit! What the hell? Oh, Chat, wie romantisch. Wo ist das Feuerzeug? Stell dich mal bitte zu mir und guck mal nach oben. So. Weißt du, Chat hält mich schon für bekloppt wegen, oh mein Gott, was hat sie denn? Es ist nur Schnee. Also hier oben, da freut man sich richtig, dass man das... Oh, schön. Aus Deathwatch. Du, das ist... Stop it. Schön. Wäsche gewaschen und sieht... No. Ui, hallo. Hallo, Spidey. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da hat sich gerade so im Vordergrund so eine kleine Spinne abgeseilt. Die haben keine Farben, also keine zwei, so wie gelb-blau oder gelb-grün. Doch, ganz viele sogar, aber die sind alle, wie gesagt, mit Fäden miteinander verbunden. Ja, das sind meine hier auch meine Tesla-Spulen. Was ist bei dir quasi die erste Verbindung? Gelb-grün oder so? Es gibt keine erste. Jeder ist mit mindestens drei Verbindungen verbunden. Sag mir einfach mal die erste Verbindung. Es gibt keine erste Verbindung. Wow. Brain Move. Ja, was sind dann bei dir die ersten Farben? Frage ich mal so. Mir, wie man in einem Kreis den Anfang definiert. Die einen Leute aufheben. Ah. Wie die anderen Leute aufheben. Wie ich aufhebe. Tja, manche können es einfach. Komme ich hier überhaupt raus? Bist du da reingekommen? Willst du da wieder rauskommen? Wunderschön. Xylit ist halt ein Süßstoff. Also so, ne, warte mal, ist das nicht aus Stevia, Ami? Ne, Zuckeraustauschstoff. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ist eine sehr, sehr, sehr schwere Sprache. Ich wollte die Impulse aber noch haben, um mich zu verpissen. Vorsicht! Komm, Jules! Halt, was macht man? Mein Controller ist leer! Nein! Scheiße, ich kann es nicht mit Maus und Tastatur, ich krieg's niemals hin! Ich kann doch nicht mit Maus und Tastatur spielen! Da! Nein! Oh mein Gott! Also zu Punkt 1, Controller leer. Ich habe meinen Controller immer am Kabel dran. Aus Gründen. Nämlich aus solchen Gründen. Und Punkt 2. Wow, sie hat es ja doch hinbekommen.
Okay, ich kann meine Gitarre reinpacken. Dann teilen wir das in halb. Halb. Nee, warte mal. Halb. 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 Also vier halbs. Nein, ich hab auf der SSD. Oh, nee. Vier. Vier halbs. Ich lass das mal so stehen. Jetzt geh weiter. Hä? Ach so! Ach so! Ach so, ach so, ach so! Bitte! Wieso passiert mir sowas immer? Wie mach ich sowas? Ist das Alien hinter dir? Wie hinter mir? Oh! Oh mein Gott, was ist das? Oh, hi! Was ist hier los? Der Xenomorph! Man nimmt nur einen Scoop, ich nehm minimal mehr als einen Scoop. Rafa, oh, jetzt ist der Rest ausgeschüttet, so ein bisschen. Deswegen nimmt sie minimal mehr als einen Scoop. Hä, was mache ich da? Bin ich dumm? Das gehört da drauf. Hä? Aber solche Momente habe ich auch tatsächlich ab und zu. Wenn ich irgendwie, weiß nicht, ich habe hier meine Soda-Stream-Flaschen hier und versuche dann manchmal den Deckel auf die Sirupflasche wieder drauf zu machen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wir beruhigen uns jetzt alle. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wonach sieht es denn aus? Weil ich muss sie so halten. Ich habe kein... Aber deine Reise, weil du irgendwie mit Freunden gebucht hast und hast gesagt, komm, ich buche, ihr gebt mir das Geld. Das sammelt sich schneller. Dann kostet die Reise, keine Ahnung, 800 Euro, 5% von 800 Euro sind. 40. Ja. Yeah. Banana. Da hat man jetzt aber gerade so richtig schön Zahnräder hinter der Stirn arbeiten sehen, oder? Wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch herzlich willkommen zu Step. Was hat die da bitte an der Strippe, an ihrem Mikrofon aufgelegt? Was ist das? Ich find auch sehr schön den Einblender hier unten. Schlechte Witze gleich 2 Euro Schmerzensgeld. Alle klar, weiß man sofort, woran man bei ihr ist. NTV bei Hey Stan. Jetzt holt ihr die Schlafzimmerstimme raus. Also. Was, weißt du, was meine Schlafzimmerstimme ist? Achtung, ich mach sie dir vor. Ja, ich kenne nicht alles. Ich muss auch nicht alles kennen. Scheiße, meine Kette hängt in der Tastatur. Fuck, ich fliege wieder raus. Scheiße. Oh, verdammt. Manu. Take fast, shit. Scheiß drin. Ohne Witz. Ich hab ein Problem. Ja, das sehen wir. Wir sind klein. Miko, danke schön für 21 Jahre. Monate, oh mein Gott. Schreib mal vor, streamt seit 21 Jahren. Wann hat sie da angefangen? Gerade als sie aus der Grundschule rauskam oder so? Oder noch früher? Oh Gott. Komm, wir schaffen das gemeinsam. Wir haben geheiratet. Ich kann auch nicht mehr. Wir haben geheiratet, um durch dick und dünn zu gehen. Und durch gute und wie schlechte Zeiten. Und ich habe heute 2 Jahre Selbstständigkeitsjubiläum. Aber das ist nicht nur ich, sondern wir haben 2... Was hast du für ein Riesengerät? So. Du musst hier Pfeile mit Pfeilen. Dann kommt der Tag, sie zieht um, der Vater kommt morgens dahin gefahren mit einem Sprinter und ich treffe ihn zum ersten Mal. Ich mit ihm halt die schweren Sachen gepackt, gehen Richtung Bulli, stecken das da rein. Und weil ich halt irgendwas sagen wollte, das war einfach so, ich bin halt kein Smalltalk-Mensch, ich kann das nicht, okay? Und das Einzige, was mir einfiel, war einfach, ich ändere jetzt den Namen von ihr. Ja, wie lange kennen Sie Marie denn schon? Ich habe legit den Vater gefragt, wie lange er seine Tochter hat. Er hat nichts gesagt. Er hat mich einfach nur angeguckt und ist wieder reingegangen. Ich glaube, er muss sich gedacht haben, seine Tochter hat sich legit den dümmsten Menschen ausgesucht, den sie hier gefunden hat.
Beneath my feet, sat by the river, and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Traurig, aber sehr, sehr schön. Okay. Der Stillframe sagt mir bereits alles über das, über diesen Clip, was ich wissen muss. Soll ich was anderes machen? Nee, ich will nicht springen und die rote machen. Boah, jetzt einlochen, jetzt alle auf einmal, komm. Alle. Er macht das wirklich, er macht das wirklich. Ich glaube, du machst die halbe, glaube ich. Warte, kann er das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist nicht wahr! Mit Ansage! Das ist nicht wahr! Wie geht das denn? Er macht das wirklich! Magie. Test, musst nicht tanzen, LOL. Ich frage die magische Miesmuschmusch. Wer kennt sie nicht, die magische Miesmuschmuschmuschmusch? Trollig. Die Sendung wird euch präsentiert von dem alten Rentner, der immer irgendwie random in eurem Dorf rumläuft. Ich weiß nicht, wo er hin will, ich weiß nicht, was er tut. Ich meine, er hat keine Arbeit, er ist 80 oder so. Aber wie kann dieser Mann den gesamten verfickten Tag durch die Gegend laufen und Dinge tun und erledigen und mit Leuten quatschen und trotzdem von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr auf den Beinen unterwegs sein, aber dabei so schnell laufen wie eine fucking Planierraupe im Rückwärtsgang ohne Benzin? Interessante Beschreibung. Ich meine, der Typ verbraucht über den Tag hinweg keine wirkliche Energie, wenn er sich so langsam bewegt. Also hat er ausreichend Energie für diese Aktion, oder? Ach, du Schwein. In der Weihnachtsbäckerei. Also irgendwelche Bälle hat sie geschlagen, aber ich glaube, es war nicht die Bälle, die sie schlagen wollte. Und du gehst wahrscheinlich dann direkt schlafen, oder was? Achtung, kommt bestimmt nochmal. Läuft. Auf zwei, oder was? Ich bin schon fast auf eins. Und ein bisschen sprinten. Wisst ihr eigentlich, Leute, dass das so am besten ist, weil niemand kann dazwischen reden, niemand kann mich unterbrechen. Die Leute hören meistens eh nicht zu. Sie können nicht mehr fresh werden. Das heißt, ich kann die ganze Zeit reden und es ist einfach so... Mein armes Küken kommt knuddeln. Ich würde echt gerne knuddeln kommen. Ich glaube, das sind Explosive. Ja. Ja. Oh, die Doni. Oh, hinter euch sind Gegner. Ach, wenn ich ein Foto von meinem Bruder kriege, dann wissen wir doch alle, was das heißt. It's Doggy Time. Warte, das klang. Was? Ja, es klang falsch. Es klang definitiv falsch. Was? Okay, sehr, 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 sehr gerne. Hier gibt es. Take? Was? Take?
Englisch! Oh mein Kann Gott. Man mal machen. Tschüss. So ein Dulli. Oh nee, es war... Tschüss. So ein Dulli, haha. Also er hier, ja, ne? Oh, Kranke. Hä? Hä? Okay, er sitzt wieder da, aber wo ist der andere? Hui! Hä? Was ist los? Nutze die Macht. Select your language. Englisch. Sehr schön. Was ist denn Englisch? Ja, halt. Okay. Hallo. Oh, Scheiße. Du Monster. Warum gronkst du die Katze, Alter? Was? Also, ich meine, was? Okay, ja, ich verstehe. Gronkh hat das auch irgendwann mal gemacht. Aber seit wann ist Gronkh bitte zu einem Verb geworden? Ah, was sehe ich mir hier eigentlich an? Was ist das hier? Es ist gelb. Es hat zwei Fenster, eine Tür und man kann drin wohnen, Chat. Was ist das? Hm? Puff. Ja, du musst ja Angst haben, dass du hier von Stein erschlagen wirst. What? Nee, never ist das jetzt gerade passiert. Früher haben wir ein paar Chip benutzt, oder? Man spricht ja immer so vom Predikten, ne? Also... Parship benutzt oder so, alles out. Wir dickpicken jetzt. Was? Nein, bitte nicht. Ihr wisst nicht, wie viele Dickpics ich in meinem Leben bekommen habe. Ist furchtbar. Ich will nicht mehr. Ich habe irgendwann angefangen. Also genau, warte. So. Ich habe irgendwann angefangen, die zu speichern und dann einfach, wenn ein Dickpic gekommen ist, ein Dickpic von jemand anderem hinterher zu schicken. Also irgendwo eine geniale Taktik, aber irgendwo bin ich auch verstört. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber mir solche Bilder zu schicken war auch nicht in Ordnung. Und deswegen jedes Mal, wenn ich eins bekommen habe, habe ich einfach ein anderes zurückgeschickt und habe gesagt, meiner ist größer oder meiner ist kleiner oder keine Ahnung, meiner ist krumm. Oh Gott. Nein, mach ihn bitte Mimi, das ist nichts getreu. Oh Gott, die Sockenpuppe. Ich hab kurz was geschrieben und ich hab einen Hotkey angemacht. Oh Gott, die Scheiße. Tut mir leid, Zucki, ich wollte die nicht an die Brust halten. Entschuldigung. Ich bin ziemlich sicher, sie wollte es. Aber sie wollte es nicht öffentlich tun. Ich stehe eigentlich ganz gut hier oben. Hier kriegen mich wenigstens keine Bugs. Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Herr Schorli, geht's dir gut? Ich geh mal gucken. Denk dran, du hast ein Mikro. Hallo Schorli, wie geht's dir? Ja, ist alles okay? 3, 2, 1. Oh mein Gott, was ist das? Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie ganz eindeutig, der Mann hört nicht zu. So wie es oftmals berichtet wird, hier sieht man es live. Ich glaube, wir müssen ausmachen. Geht ein Panda über die Straße. Bambus. Oh mein Gott. Kriegt man für solche Witze eigentlich Schmerzensgeld? Alter. Nee. Gott, die haben jetzt mal aussprechen gecheckt. Scheiße, warum sind solche Witze so schlecht und so lustig zugleich? Alles out. Wir dickpicken jetzt.
Dickpick, ne, ist nicht okay, aber ihr könnt ein Foto verschicken von einem Zollstock, wo ein Strich dran ist. Macht das auch nicht. Auch das ist Belästigung. Macht das nicht. Ja, sitzt sie nur? Das ist eine ganz normale Art, sich fortzubewegen. Mach ich auch immer so. Macht ihr das anders? Ich hätte mal die Leiter hochschauen und das immer an. Noch weiter, ich bin euch. Tschüss! Hallo? Alter, Nika! Alter! Ich wollte nur Lynch runterwerfen. Ich krieg grad irgendwie League of Legends Vibes. Da ist auch immer so eine Stimme im Off, die irgendwie sowas reinruft. Und wenn du 5 gekillt hast, dann kommt der Pentakill. Erstmal allein eine Flasche Wein trinken. Da sagt ja niemand, dass sie die ganze Flasche trinkt, ne? Ne? Der ist so doof, ey. Sag das mal lieber nicht. Der ist nur geduldig. Ja, willst du das machen? Der will ja den Stein kaputt machen? Ich guck so dieses Loch an. Dieses wunderschöne, runde, geformte Loch, wo mein kleiner Finger perfekt reinpasst. Was? Kihi, was? Wovon redest du? Da kommt Wasser raus. Ich möchte bitte meinen Finger da reinstecken, damit kein Wasser mehr rauskommt. Ich denke darüber nach. Kihi, das geht nicht. Vielleicht suchst du nur eine Kontaktlinse. Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Warte. Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Genau das hast du gesagt. Wir werden dir gleich mal... helfen, die Kontaktlinsen zu suchen. Wir werden dir gleich mal suchen, die Kontaktlinsen zu helfen. Warte. Warte, das ist wieder einer dieser Sätze, die ich verdrehe. Ja! Mein Gehirn das nicht mitmacht. Wir werden ihr suchen. Wir werden ihr helfen, die... Ja, sie hat's. Oh, der ist sehr massig. Und der hat eine Masse. Die spricht über meinen Bauch, oder? Ey, wenn jetzt nicht der Einspieler von Streamclips kommt, so mit dem Zitat des Tages oder so. Es ist der massig und er hat eine Masse. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Oh, Funky. Der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Wer war der schlechteste? Wer war noch schlechter? Ich habe alles falsch gehabt. Wer war schlechter als ich? Hat Gronkh dieses Spiel schon mal gespielt? dieses liebevolle Bashing zwischen Gronkh und Funk, das ist... ich liebe es. Oh Gott, ich habe mich letztens auch gefreut, dass ich auf einem Turm war und springt der Mega-Oger hochgesprungen und macht mich latt. Also platt. Ja, man sollte sich nie zu sicher fühlen in solchen Spielen. Nie. Das Spiel kennt eure Taktiken und wehrt sich. Hat Gronkh dieses Spiel gespielt? Ey, davon will ich eine Reaction bei Gronkh jetzt dann sehen. Wie sagt man? Abonnieren, Glocke, kommentieren, liken. Ja, auf alle Fälle. Twitch Clips Germany. Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar da lassen, was euch alle so einfällt. Ich hau euch einen Link in die Videobeschreibung und euch jetzt gleich noch in den Chat. Da könnt ihr euch das selber nochmal geben, wenn ihr lustig seid. Ansonsten danke fürs Zusehen auf YouTube und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut.
Ciao.